Recht herzlich willkommen zur 171. Folge vom City Skylines. Ja, wir sind drinnen hier im Spiel und es regnet und donnert immer noch, also ja, plattern tut's. Dann, ja, letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Noch so ein paar Felder hier besetzt, weiß ich noch, dass wir das gemacht haben. Haben uns darüber gefreut, dass wir über 63.000 Einwohner haben. Und ja, Nahverkehr war, weiß ich gar nicht mehr, aktuell angesetzt oder nicht. So, was ich aber denke, dass wir unseren Nahverkehr nochmal überdenken müssen. Weil wir haben ja jetzt so zum Beispiel den Bahnsteig da rausgenommen und sowas, ne? Also hier fährt kein Zug mehr von uns, oder? Oder verhalten da wenigstens noch überregionale Züge an? Ich sehe keine mehr, ne? Das ist die Frage. Gibt es da noch welche, die anhalten, oder gibt es da gar keinen mehr? Ich glaube, da gibt es gar keinen mehr, weil wir den, haben wir den nicht ausgeschaltet dann sogar? Das ist die nächste Frage erstmal. Klar haben wir den ausgeschaltet, dann hält er auch keiner. Von uns braucht ja auch keiner halten im Endeffekt, aber ja, ist zwar ein bisschen teurer, aber das Geld haben wir über und so ist, wie man gerade sehen konnte, natürlich auch eine Zufriedenheit da, ne? Dass überhaupt Züge hier anhalten. Müssen ja nicht unsere sein. Entschuldigung. Sondern reicht ja, wenn da welche sind, die nicht unsere sind, die dann kommen und gehen dürfen. Jetzt würde es mich nur interessieren, ob auch wirklich einer kommt oder nicht, ne? Die Kosten für die Linien haben wir ja, das ist klar. Die haben wir auch erstellt. Hier fährt irgendwo einer lang. Und das war eine Trasse, die nicht von uns ist, ne? Ich glaube, das war vorher schon gegeben. Hier fährt jetzt auch gar keiner mehr lang, ne? Naja, vielleicht ergibt sich das ja wieder, dass da irgendwann mal einer reinfährt. Wir haben es natürlich komplett zugemacht, ne? Hier ist auch noch eine Route. Kann man da irgendwie was anklicken und dann. Ne, ich glaube, das ist nicht unsere Strecke, deswegen geht das sowieso nicht, ne? Kann das sein? Gucken wir mal hier. Ne, da kriegen wir gar keine Info jetzt gerade, oder? Ach, vielleicht kriegen wir die Info nur, wenn wir hier sind. Ah ne, das war Straße. Transport, ja. Gleise sind dann hier zu bauen, aber ich glaube, wir können das trotzdem nicht auswählen dann. Okay, dann halt nicht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir eine Anbindung hinkriegen, die. Also lass mal. Nee, das war falsch. Daneben. Die Kosten dafür sind natürlich jetzt immens wahrscheinlich gestiegen, oder? Obwohl, ich glaube, 1700, 1600 war das. Der Bahnhof kostet uns jetzt ein bisschen mehr, ne? Aber dafür freuen sich ja auch alle Mitarbeiter, ne? Spiel fortsetzen, das war falsch. Warum ist dieses Fenster jetzt? Ach so, alles klar. Ja. Da kommt ein Zug reingefahren. Passagiere 0 von 240. Leider habe ich nicht ihn erwischen können, als er vorher fuhr. Aber jetzt fährt da auf jeden Fall ein Zug her. Das ist doch schon mal was, oder? Das heißt, wir haben auf jeden Fall jemanden hier auf unserer Strecke, auch wenn keiner hinfährt oder so. Da kommt der nächste. Kriege ich den noch vorher? Zwei Leute sitzen da drinnen. Und die steigen hier auch aus. Wunderbar. Ach so, dann können wir auch noch gerade gucken. Es fährt aber keiner weg. Okay, das ist natürlich jetzt auch noch nicht so schlimm. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja, sag schon, erstmal das wieder ans Laufen bringen müssen, auf Deutsch gesagt, ne? Stehen hier irgendwo mit den. Vier Passagiere letzte Woche bedient. Okay. Das heißt, wir müssen gucken, dass unsere Busse, wie hier einer zum Beispiel, auch hier gut lang fahren. So. Oh, das ist jetzt hier. Ich will doch eigentlich nur das sehen. Das Netz erstmal angucken überhaupt. Straßenbahn fahren.
Die Busse fahren. Züge haben wir ausgemacht. Die U-Bahn fahren. Die hätten wir, glaube ich, auch noch optimiert. Die Frage, wie viel fahren von in den U-Bahn rum? Die kann ich aber jetzt gar nicht anklicken, ne? Auch schön, oder? Gut. Komme ich jetzt irgendwie hier an die U-Bahn ran, ne? Wo ist die Station? Die sehe ich noch nicht mal, ne? Da ist sie. U-Bahn-Station. 500 Passagiere letzte Woche bedient. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? Ja, dann lass mal noch mal reingucken. Nehmen wir mal diese da hinten. Da hält sie noch irgendwo an. 300 Passagiere bedient. Und die fährt noch bis dahin. 96 dann nur noch. Okay. Aber das ist nicht schlimm. Irgendwo war noch ein Abzweig. Hier, den habe ich gar nicht geguckt, ne? Aber noch weniger hier Passagiere. Okay. Aber das ist unterwegs, das ist erstmal egal. Hier geht dann die Strecke noch hier unten. Jetzt kann ich das nicht anklicken, ne? Das ist schade. 34 Passagiere bedient, also nicht so viel. ...223, das ist gut. Und wo sind die anderen? Da ist der große Bahnhof hier. Und da sind 626, das läuft. Da kommt ein Zug gerade rein. Ah, schnell ausmachen. Habe ich nicht mehr erreicht. Okay. Der fährt aber weg. Ach, ich kriege das dann nicht aus, ne? Ist klar. Super, oder? Da haben wir 626. Hier ist die nächste Station. Nur 88. Da ist eine Station. 492, das geht dann wieder. Das ist auch ein Umsteiger, glaube da. 124 und hier oben war es noch irgendwo. Keine Ahnung wo. Da. 104, das geht. So, dann war hier noch ein Abzweig. Der geht nach hier. 256. Okay, da fahren wir noch hin. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles war, aber so wie das aussieht, ist dem so, oder? So, da haben wir. Hier rüber führt keiner, ne? Dafür haben wir mal eine Straßenbahn, die hier rüber fährt. Aber da ist die Frage, wie wir bringen die, ne? Da kann man jetzt nicht wirklich was anklicken dann, ne? Hochgebildeter junger Erwachsener. Gut. Ah, hier ist eine Straßenbahn, ja. Da kommt jetzt ein Bus. Der ist voll. Ist nur die Frage, wo ist die Straßenbahn dann, ne? Ah, hier ist Ende, da geht's nicht durch. Aber die kann am Ende drehen, oder? Sehe ich das jetzt gerade falsch? Ne, die kann da nicht drehen, deswegen fährt da keine. Alles klar. Okay, dann sind wir hier schon wieder auf der falschen Stelle. Dann geht's da auch nicht lang, ist auch klar. Gut, dann ist das eine tote Linie. Ach, die hatten wir sowieso deaktiviert, genau. Hier ist sie, alles klar. Hier kommen Busse an und weg. 11 von 30. Ah, okay. Dann kommt eine Tram. Und die fährt dann natürlich woanders lang, ist auch klar.
Also sicher zwei, super, richtig geil. Zwei Leute drinne. Jetzt nur noch einer. Das läuft ein bisschen doof dann, ne? Wo fahren die dann lang? Tja. Haltestelle 19. Fünf Fahrzeuge. Das sind die Passagierzahlen, obwohl die gar nicht mal so schlecht sind, ne? Also die 35 ist die schlechteste. Und die fährt gerade mit 4 und 2. Wahrscheinlich die gerade auch ausgewählt, ne? Warte mal, da fahren ja auch zwei Fahrzeuge, drei Fahrzeuge drauf. Dann kann da nochmal was reduzieren, oder? Dann machen wir immer nur zwei Fahrzeuge. Drei brauchen wir da definitiv dann nicht. Schon die Frage, ob zwei nicht zu viel sind, ne? Wird das aushaben. So, machen wir die nebeneinander. Und dann gucken wir uns die. Das war jetzt die, genau. Dann haben wir hier unten noch vier Fahrzeuge. Da würden dann wahrscheinlich drei Fahrzeuge reichen, gehe ich von aus, ne? Also das definitiv. Haben wir das schon runtergeschraubt? Okay, gucken wir mal, wie das ist. Sind noch vier drauf. Einer davon fährt aber gleich nicht mehr. 15, 15, 6 und 27. Ist schon fast zu überlegen noch. Also ich glaube, ich gehe da noch weiter runter. Und mache nur zwei Fahrzeuge daraus. So, da sind jetzt auch nur noch die zwei Fahrzeuge. Ich hoffe, dann wird es auch günstiger. Was haben wir da eigentlich für ein dickes Depot immer am Hals, ey? Das hier, ne? So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Ich glaube, die müssen wir auch mal reingucken. Oder können wir, müssen wir nicht, können wir reingucken. Stehen ja auch kaum welche, ne? Also, zack. Auf jeden Fall zwei. Läuft. So, dann haben wir hier eine mit drei Fahrzeugen. Wie sieht das aus? Die eine ist voll. Die fährt mit 11, die mit 85. Da ist die Tendenz eher, das vierte Fahrzeug rauszuholen. Die Frequenz niedriger wird, ne? Weil 89 ist ja da und 90, also ich glaube da. Gucken wir mal, dass wir ein viertes Fahrzeug dabei kriegen. Na, die fahren natürlich jetzt gleichzeitig hier hintereinander her, ja, ist klar, ne? Aber hier stehen auch schon 12, ne? Das fährt die natürlich nicht dahin, oder doch? Die fährt da lang jetzt mit niemandem drin, oder? Wie sehe ich das? So, ach so, die fährt direkt hinter der anderen hinterher. Auch geil, ne? Aber das muss eine andere Linie sein. Die wird hier nicht direkt hintereinander angezeigt, oder? Hier 0.
Wieso hat die da 0? Warum streicht da keiner ein? Man blättert die denn um, dass sie wieder nach oben fährt. Jetzt wurde die sogar überholt oder was? Nein. Das ist die. Niemand steigt ein. So, jetzt ist sie da oben. Und jetzt hat sie 45 drin, oder wie? Okay, dann läuft's ja in dem Sinne. Jetzt wartet die. Das ist ihre erste Haltestelle und jetzt wart sie auf den Takt oder was? Okay. Naja, das läuft auf jeden Fall so einigermaßen, denke ich. Jetzt zwar eine mit 11 rum, aber die anderen sind dann schon jetzt nicht mehr 100% voll. Da hatten wir eben schon 89, 90, ne? Vielleicht brachte die eine jetzt wirklich so ein bisschen, sag schon, Besserung. So, dann haben wir hier oben eine mit 5. Gucken wir uns die an. Ja, da fährt auf jeden Fall auch eine voll rum. Dafür sind die anderen jetzt mit 31, 31, 24, 90, 28 nicht unbedingt voll, ne? Also, das ist jetzt hier... Oh, hier stehen natürlich nur 390 Leute, ne? Welche Bushaltestelle ist denn das? Hier. Die werden jetzt hier weggeschafft, oder was? Da müssen wir mal gerade gucken. Die sind schon alle sauer und gehen weg wahrscheinlich, ne? Obwohl, jetzt kommen gerade wieder mehr, weil die in der Nähe ist. Es warten da 400 Leute. Knapp, jetzt wird es wieder weniger, weil ich habe zu lange gewartet. Ich gehe wieder nach Hause, ich suche mein Auto. So, und jetzt muss die voll werden, ist sie auch. Tja, und da oben, wie viel hat die? 37, wisst ihr was? Dann machen wir eine 6 raus. Die 6 irgendwo? Ne, noch nicht. Man muss erst so eine Strecke kommen. Aus dem Depot fährt die los. Da ist er, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Also die ist jetzt leer. Ich weiß auch nicht, wo die deinen ersten Einsatz dann hat, ne? Wahrscheinlich da, wo die Linie zuerst gebaut worden ist, ne? Keine Ahnung. Naja. Machen wir gerade schneller. 90, jetzt sitzt er da hinten dran, ne? Oh. Oh, jetzt fährt die und kriegt sie welche eingestiegen. Nee, da ist die noch vorbeigefahren. Man sieht auch jetzt nicht, wo der Einstiegspunkt ist, sozusagen, für diese Bahn, ne? Das hätten sie ein bisschen anders regeln können, vielleicht. Tja. Tja, wenn da ist ja, hier oben sind die vielen, da hätte sie mal zulegen sollen, ne? Den Halt hat sie auch nicht mitgenommen.
hier ist ja auch nicht viel los, ne, an den Haltestellen im Endeffekt. Jetzt kommt gleich wieder einer. Steht noch neben einer. Ja, die fährt jetzt auch direkt der anderen in den Nacken. Hier vor hat 55 Leute. Jetzt fährt die geradeaus. Ah, die fuhr gar nicht der Linientreu nach. Okay. War das der erste Einsatz jetzt? Nee. Ist immer noch die richtige, naja. Fährt jetzt aber einer anderen Bahn hinterher. Wo steige ich die denn da gleich ein? Gute Frage, ne? Wir müssen nur gucken. Das ist die erste Haltestelle. Da hätte eigentlich einer einsteigen müssen, wenn's, weil sie steht die ganze Zeit jetzt hier neben, oder? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Das System ist da etwas komisch. Mal gucken, fährt sie überhaupt geradeaus? Ne, die müssen jetzt links fahren dann, ne? Oder? Ja, macht sie auch. Also die fährt irgendwie durch Straßennetz durch, aber wie weiß keiner. Sehr eigenartig. Da wo sie jetzt fährt, ist gar keine Linie sozusagen. Fährt jetzt so lange durch die Gegend, bis sie dazwischen kann, oder was? Krass. Nee, jetzt will ich das nicht, dass das da irgendwo angezeigt wird. So, da kommt sie wieder auf Linie. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt der richtige Ziel ist. Sieht nicht so aus. Da ist wieder ein Halt. Nee, es ist immer noch nicht. Aber irgendwo hier in der Nähe muss es, glaube ich, sein. Ich glaube, diese Haltestelle gleich noch nicht. Aber die, die danach kommt, ist das dann. Aber ich kann mich auch vertun. Dieses müsste eigentlich jetzt ihr Einstiegsort sein. Jetzt wird das auch irgendwo gleich passen von dem Abstand zu den anderen Zügen. Nee, ist er noch weitergefahren. Was? Doch, nee, jetzt rückt der Punkt los. Hier, der bewegt sich jetzt. Dann ist er jetzt richtig drinne.
Sonst fährt sie noch nicht mehr. Weil die Taktung vielleicht erst noch passen muss. Haben wir die jetzt ausgewählt oder nicht? Nicht mehr wohl. Fährt natürlich jetzt hinter irgendeiner Bahn hinterher und kriegt keine Fahrgäste sozusagen. Naja, okay. Ich würde sagen, das soll es aber auch erstmal sein. War nicht viel, was wir gemacht haben, nur kontrolliert halt und ein paar Bushaltestellen abgeklappert und Bahnen neu gesetzt. Das müssen wir mal bei den anderen Sachen auch noch machen. Machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.